Ich finde an der Konrad-Hinnes-Schule gut, dass wir viele Ausflüge machen. Ich finde es gut, dass wir sehr tolle Lehrer, sehr schlaue Lehrer und sehr witzige Lehrer haben. Ich finde gut, dass hier in der Schule Lehrer korrekt sind. Dass wir eine Projektwoche haben. Dass wir zwei Pausenhofe haben. Dass wir auch in dieser Schule viel lernen können und witzig sein können. In der Pause soll man sich ja austoben, weil man ja in der Schule ja fast nur sitzt. Das nennt sich Lernzeit und da tun wir halt unsere Hausaufgaben schon hier machen. Diana ist zwar keine Lehrerin, aber sie tut halt manchmal hier helfen. Dienstags kommt immer ein Lehrer. Montags kommt immer ein Betreuer und dann helfen die uns, wenn wir Hilfe brauchen. Ist es der Vorteil, dass die Kinder hier individuell Hilfe bekommen können, weil zu Hause eben häufig diese Hilfe nicht gegeben werden kann. Die schnellen Kinder, die mit diesen Aufgaben gut und schnell zurechtkommen, die bekommen dann darüber hinaus noch weitere Aufgaben. Da findet dann die Förderung der leistungsstarken Kinder auch statt. Hier sind wir beim Club der Schlammfüchse. Und wenn man die Lehrzeit nicht fertig kriegt, dann kommt man hier hin und macht seine Fuchsaufgaben. Dann könnte ich zum Beispiel das Gedicht lernen. Manches Kind wohnt auf dem Lande, manches wohnt im 10. Stock. Manches Kind wohnt nah beim Strande, manches wohnt im Neubaublock. Ich finde hier in der Betreuung alles schön. Und es gibt noch die PC-AG. Und es gibt noch ein paar andere AGs.